Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Sabach Rir. Heute ist Sonntag, der 21. Juli. Es ist jetzt 9.30 Uhr und wir wünschen euch allen, wie gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. Habt einen tollen Tag, genießt ihn mit ganz vielen tollen kleinen und großen Momenten. Wir haben heute auch ein großes Highlight. Was es genau sein wird, erzählen wir euch später. Wenn ihr Lust habt, begleitet uns. Und ja, seid mit dabei, wenn es wieder heißt Familie Share on Tour in Hurghada. Ganz liebe Grüße hier von uns, vom Roten Meer, an euch, nach Deutschland, in die Welt und überall hin. Bis dahin, eure Amira. Hallöchen, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, bei uns ist es jetzt 14.30 Uhr und wir sind auf dem Weg ins Aquarium. Nicht in das Aquarium, in das Grand Aquarium, auf dem Weg zu den Albatros Hotels in Richtung Magawish, sondern wir sind auf dem Weg nach Daha. Das ist ein sehr kleines Aquarium, aber wir haben gedacht, wir wollen mal irgendwie was machen und was kann man so nachmittags machen, außer Strand, Pool. Und dann haben wir uns überlegt, wir fahren einfach mal in das kleine Mini-Aquarium. Also man darf da nicht zu viel erwarten. Es kostet halt, glaube ich, 50 Pfund Eintritt pro Person, während das Grand Aquarium ja 1500 Pfund kostet, umgerechnet ungefähr 30 Euro, wie auch so die Delfinshow. Aber wir schauen einfach mal ein paar kleine und große Fische an und ich berichte euch im Nachhinein davon. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man Fotos oder Videos machen darf. Wenn, werde ich auf jeden Fall ein paar Fotos mit anpinnen. Ansonsten gebe ich euch hinterher einfach so einen kleinen Bericht ab, wie es uns gefallen hat. Bis dahin erstmal, habt alle einen wunderschönen Nachmittag. Hoffentlich mit ein bisschen Sonne, Sonnenstrahlen. Vielleicht auch ein bisschen strahlend blauer Himmel, wie bei uns. Aktuelles Wetter bei uns, Sonne, wolkenloser Himmel und 39 Grad. Bis dahin,
Habt einen schönen Tag, wie gesagt, und viele liebe Grüße, eure Amira. Schaut mal, hier ist das Aquarium in Dahar und hier gehen wir jetzt auch mal rein. Schauen mal, was hier so los ist. Red Sea Aquarium. Schaut mal, nachdem wir uns jetzt entschieden haben, doch nicht ins Aquarium reinzugehen, haben wir jetzt trotzdem einen kleinen Stopp hier gemacht im Coffeeshop. Und hier sind so die ganzen Fischerboote, die rausfahren und wieder auch zurückkommen hier an- und ablegen. Ich dachte mal, ich zeige euch das auch mal. Das ist eigentlich auch ganz schön, eigentlich mal so, wie viele kleine und große Fischerboote eigentlich abends dann hier sind, wenn sie alle wieder zurückkommen. Also im Moment ist es noch sehr leer hier, aber trotzdem auch ganz schön. Ja, ihr Lieben, nachdem wir jetzt dann doch nicht im Aquarium waren, haben wir uns überlegt, wir kaufen jetzt für die Kids erstmal Trikots, Fußballtrikots, die möchten sie gerne haben. Dafür sind wir jetzt hier in Dahar, in der Altstadt. Ihr seht, ist echt noch sehr wenig los. Es ist jetzt gleich 3:30 und natürlich haben viele Läden auch noch geschlossen. Aber wir machen uns trotzdem jetzt auf die Suche. So, ihr Lieben, Trikot-Cup erfolgreich bestanden. Wir haben jetzt für Karim. Karim hat sich jetzt 3 Trikots ausgesucht. Und wir kommen halt immer hier nach Dahar. Hier gibt es einen kleinen Sportladen, kleinen Trikotladen. Da gibt es wirklich gute Auswahl, aktuelle Trikots, Qualität. Karim, sag mal. Sehr gute Qualität. Ja, die Qualität ist wirklich gut. Und Kind glücklich, Mama glücklich, Papa glücklich. Alles wunderbar. Und damit war es erstmal das mit der kleinen Trikot-Shopping-Tour hier aus Dahar. 4 Stunden vor ein paar Jahren gelaufen. Ja, stimmt. Letztes Mal sind wir 3 oder 4 Stunden hier durch die Stadt gelaufen, um Trikots zu finden. Aber diesmal haben wir Glück gehabt.